Moin Leute, was geht ab? Wir sind hier auf der Messe, beziehungsweise ich, der Mike's auf der Hochzeit. Wir sind jetzt am Freestyle Kismet Stand und haben hier die beiden, die Tabak-Konnoisseure schlechthin am Start. Servus, liebe Shisha-Community, der Dadasch vom SK-Clan, zusammen mit Musi, live von der Intertabak in Dortmund 2015. Wir präsentieren heute unter anderem Kismet und die neuen Freestyle-Sorten. Wir fangen mal gleich mit einem kleinen Tabak-Tutorial an, wie ich diesen Kopf baue. Ja? Kismet läuft unserer Meinung nach am besten mit einem Flathead. Ja? Wir haben hier einen schönen KS-Kopf und ich beginne einfach mal mit dem Bau. Der Tabak wird relativ fluffig. In the bowl wird relativ fluffig in den Flathead gefüllt. Ja? Der Kopfbau ist ziemlich einfach. Im Nachhinein machen wir das Feintuning. Ja. So, prinzipiell können wir jetzt schon Alu drüber spannen, das Ding würde laufen, aber wir bauen das natürlich ein bisschen schöner, verteilen, sodass alle Randbereiche aufgefüllt sind. Ja. Und wir legen das Funnelloch noch ein bisschen frei. So. Das war's soweit auch schon. Hier ist der Kopfbau. Sieht doch relativ chaotisch aus für manche, aber das Ding funktioniert 1A. Fischer Overpack. Bücher Overpack, Grüße an U.L. Ich spanne jetzt eine Lage Haushaltsalu darüber. Das sind 13 Mühe Alu. Und spanne sie mit der Hand an den Rändern immer ein Stückchen nach. So, das war's schon. Jetzt beginnen wir mit einer Rundlochung, mit einem etwas dickeren Stecher. Ihr könnt auch einen normalen Lochstecher nehmen und dann durch eine Handgelenksbewegung die Löcher einfach größer bohren. Ja? Ganz easy. So, als letztes kommt der Zugtest und er ist absolut positiv, wir haben keinen Widerstand. Das Ganze wird jetzt geraucht mit 3 halben Amy Gold Kohlen. Und dann geht's ab, meine Lieben. Jetzt haben wir gerade die neuen Sorten. Was haben wir denn hier vorne? Wir haben ja als erstes Black Blossom. Geht's? Alles klar. Also auf jeden Fall Black Blossom ist eine Mischung aus Rose und Jasmin. Sehr pfeffrig, würzig, seifig vor allem. Black Lemon, der läuft hier gerade im Kopf. Das ist Bergamotte mit Jasmin. Zitrone und Limette, das wäre wieder zu Standard. Muss ja einfach mal was anderes anbieten auf dem Markt. Black Flowers. Sag ich am liebsten immer, ist einfach Räucherstäbchen in die Presse. Also das hat ähnliche Noten zum, wie heißt das nochmal, zum Tendius, aber eher zum Kashmir Blue, weil er hat noch so schön Jasminnote dabei, ist noch so schön floral untermalt. Black Flowers ist ein sehr beruhigender, erdender Tabak. Stellt euch vor, ihr habt einen harten Arbeitstag gehabt, es ist Herbst, draußen stürmt und regnet es und ihr setzt euch zu Hause in euer Büro, ja, macht euch einen Tee an und raucht Black Flowers. Das ist original, wie wenn ihr über einen arabischen Gewürzmarkt lauft, ja. Und ihr könnt die einzelnen Gewürznoten alle gar nicht fassen. Ihr betrachtet es nur als ein komplexes Ganzes. Und ebenso ist auch Black Flowers. Auch wunderbar, wenn die Freunde wieder den ganzen Tag nerven und keine Ruhe gibt, sperrst du sie in den Schrank, raus mit Black Flowers, kommst du wieder runter. Und Black Guava ist so mein persönlicher Favorit. Es ist Guave mit Feige. Sehr überreife, süße Guave. Diese Feige noch ein bisschen so, das herbe, saure mit dabei. Gibt übrigens auch als Freestyle Fandango, das ist dann allerdings noch zusätzlich mit Mandarine. Das hat sowas von geriebene Mandarinschale. Dada packt er jetzt 3 halbe Kohlen drauf. Ich empfehle immer bei Kismet, die Kohlen ungefähr 1 Minute auf dem Kopf liegen zu lassen, sodass wir praktisch eine Schutzschicht schaffen an Tabak. Und die unteren Schichten kontrollierter mit Hitze behandeln können, ja? Sodass keine Überhitzung im Kopf stattfindet. Am besten man lässt ihn jetzt erstmal stehen und raucht ihn danach. Bin ich jetzt schreib sagen, kann man den Kismet hier aufsteigen? Ja, klar, am Steig. Und weiter geht's direkt mit unserem ersten Live-Review. Ich glaube, die meisten von euch kennen diesen den Shisha Adonis hier. Der Konnoisseur feiner Tabaksorten und ich glaube der kreativste Beschreiber von Nuancen in einem Tabak. Sag mal, willst du Geld oder was soll das? Das regeln wir nach dem Video.
Was haben wir denn jetzt hier in der Pfeife drin? Das Black Lemon, wie vorhin beschrieben, das ist Bergamotte mit Jasmin. Die Bergamotte ist einfach mal was anderes. Wir wollten keine Zitrone oder Limette drin haben, das kennt man ja. Das Schöne an der Bergamotte ist, sie ist in erster Linie einfach total herb. Die ist wunderbar herb im Eingang, dann kommt so dieses säuerliche, leicht frische noch mit von der Zitrusfrucht an sich. Hinterher kommt die Feige, was dem Ganzen noch so leicht etwas Saures gibt. Moment. Dann werde ich mich davon natürlich gleich auf jeden Fall selber überzeugen, weil Kismet ist bei mir Dauergast im Regal, noch und nöcher. Mag's haben, soll ich halten? Das kannst du gerne machen. Gerne. Dann gucken wir mal. Muss mir sagen, ob es so viel Litze ist. Ja, alles gut. Super. Oh, der Nachgeschmack im Hals, der dann nachher aufkommt, der ist echt gut. Dieses leicht würzige noch vom Grundtabak, ne? Also, der Tabak ist sehr interessant. Ihr habt beim Einziehen, merkt ihr erstmal kaum was, dann so langsam entfaltet sich im Mund so diese Bergamotte-Note. Und erst wirklich so 30 Sekunden später erscheint dann bei euch im Rachen auf einmal so eine richtig säuerlich exotische Zitrusnote. Und das ist einfach richtig geil, vor allem weil die Aromen, die kommen jetzt nicht wie bei anderen Tabaksorten, wie ihr es gewohnt seid, so auf Mal, sondern die entfalten sich nach und nach erst in eurem Mund. Und das ist wirklich sau interessant und meine Freundin hat mir auch das Okay gegeben, dass ich den kaufen darf. Also alles in Ordnung. Geiler Typ der Pascal, oder? Davon werde ich mir auf jeden Fall was von mit einer... Ach, ja. Sprachkonze darf natürlich in meinen Videos nicht fehlen. Davon werde ich mir auf jeden Fall was mit nach Hause nehmen. Der Tabak ist helle best. Vor allem für jeden, der sagt, dass Kismet nicht qualmt. Ey, komm. Wenn man ihm Flat hat baut, dann läuft es. Also wenn das nicht qualmt, dann weiß ich nicht, was ihr wollt. Dann solltet ihr wahrscheinlich eher in die Vaporschiene wechseln mit frisierten Vaporizern. 0,0001 Ohm. Ja. Das Ding qualmt wie Sau, schmeckt wie Sau, mich flasht es auch gerade ein bisschen, weil ich wahrscheinlich so lange eingezogen habe. Aber ich stehe noch, alles gut. Ich gebe mal wieder ab. Alles klar. Sagen wir noch abschließend irgendwann, ich denke, wir werden den netten Herrn hier auf jeden Fall nochmal gleich besuchen, wenn er was anderes im Kopf hat. Und der Herr Dadasch, den kenne ich meistens auch, der ist auch am Start. Wir sehen den Herrn Dadasch da jetzt live bei der Arbeit. Zu dem Black Lemon, absolut genial, mein Favorite, Blue Guava, ja, hat sich mal ein bisschen losgesagt von den anderen Kismet-Sorten, wo der Hauptfokus auf dem würzigen liegt und die Aromen nur so ein bisschen über dem würzigen Grundtabak drüber gelegt sind. Jetzt haben wir absolut präsente, fruchtige Noten, ja, ist ein Geniestreich, das Ding, ja. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber die Pfeifen, die hier stehen, die sind neben dem Tabak, der ein Gaumenschmaus ist, auf jeden Fall auch ein Augenschmaus. Und da macht das Rauchen gleich doppelt Spaß. Und ich werde gucken, ob ich irgendwo auch noch so eine Tradi-Pfeife abkriege. Weil die machen so im Live-Bild machen die echt was her. Wir sehen uns später, Freunde. Bis dann.